Wir Frauen fordern eine völlige Neugestaltung der Welt. Es ist soziale Ungerechtigkeit, die zu Krieg führt. Es sollten Mittel und Wege gefunden werden, um behördlicherseits dem gefährlichen Wirken von Frau Walker Einhalt zu tun. Natürlich, wenn ich da oben bin. Bin ich hier oben, schweifen meine Gedanken zu Gertrud Walker. Ich und meine beiden Brüder haben das Haus geerbt. Aber Gertrud war davor eigentlich nie ein Thema. Sie ist für mich eine Großtante, die ich nie gekannt habe, und ich bedauere jedes Mal, wie wenig ich über sie weiß. Herr Präsident, es dünkt uns, dass die Völker schon reichlich genug durch Kriegsspiele, Versuchsexplosionen und dergleichen gelitten haben, als dass sie nochmals Leuten ausgeliefert werden sollten, die in sonderbaren Vorstellungen über Sicherheitsvorkehrungen für die sogenannte freie Welt befangen sind. Das ist Tante Trudi. So wurde sie in der Familie genannt. Das Einzige, was ich wusste, war, dass mein Vater sagte, Tante Trudi ist nicht ganz klar im Kopf. Und sie habe Kennedy einen Brief geschrieben. Es sei der Beweis dafür, dass sie nicht ganz bei Trost sei. Das ist alles. Und dass sie am Thunersee lebe. Aber am Schluss war sie nicht mehr hier im Chalet, sondern in Préfargier, in der Nervenheilanstalt, wie man das damals nannte. Fast unverständliche Weltfremdheit. Krankhafte Ideen, Verfolgungswahn. Es ist unglaublich, ne, wie man so einen jemanden diskriminieren kann und praktisch an der Entfaltung hindern will. Man hat versucht, sie kleinzureden. Und das ist etwas, worüber ich nachdenken wollte. Das wollte ich einfach genauer wissen. Ihr wissenschaftliches Ziel gilt der Erfassung der Lebensvorgänge. Ihr persönlicher Kampf, Frieden und Gleichberechtigung der Frauen. Es gibt wenige Spuren, aber als Archäologin weiß ich, ich finde eine Scherbe und ich kann sie irgendwie deuten. Aus welcher Zeit ist das und wie haben die Leute da gelebt und was haben sie gemacht? Ich konnte also aus dem Material, was ich dann da zusammengetragen habe, irgendwie Szenen gestalten. Ne? Aber das waren alles immer so Einzelteilchen. Ne? Und dann habe ich ein Buch geschrieben, weil ich wünsche, dass ihre Lebensleistung zur Kenntnis genommen wird. Ich hatte kein Bild von ihr, nur vage Vorstellungen, basierend auf Erzählungen meiner Tante, Rosemarie Walker.
Sie erzählte allerdings immer dieselbe Geschichte, die ich auswendig kannte. Gertrud sei so wahnsinnig unpraktisch gewesen. Sie habe mit dem Bunsenbrenner Tee oder Kaffee gemacht. Im Haushalt habe sie nichts hingekriegt. Wenn ich an die ersten Jahre meines Lebens zurückdenke, so umfängt mich eine bunte Symphonie von Klängen und Farben aus Kinderlachen, Wiesengrün und Sonnengold. Meine Kinderjahre verbrachte ich in so ungezähmter Freiheit, dass kein Baum und kein Hausdach vor mir sicher waren. Von den Puppen hielt ich nicht viel. Und um meine Umgebung nicht in Versuchung zu bringen, auch mich nach Art der landläufigen Mädchenerziehung zu Hause mit Stricken zu beschäftigen, sorgte ich frühzeitig dafür, dass man zur Einsicht kam, dass es schade wäre für das Garn. Der Mann gehört dem geräuschvollen öffentlichen Leben, das Weib dem stillen häuslichen Zirkel. Des Weibes Leben ist die Familie, des Mannes Leben ist die Welt. Von frühester Kindheit an hatte mich nichts so sehr gekränkt wie die Zurücksetzung meines Geschlechts, wie sie schon in der Behandlung von Mädchen und Knaben fühlbar genug zutage trat. Natürlich fiel es mir gar nicht ein, kochen zu lernen. Ich begründete meinen Standpunkt mit dem felsenfesten Entschluss, nie zu heiraten. Es war etwas in mir, das sich nicht fügte. Und der Mut der Überzeugung erwachte in mir. Sie war eine der ersten Frauen, die studiert hat. Je länger ich ihre Sachen lese und mir Gedanken mache, desto mehr staune ich darüber, wie weitblickend und breit sie gearbeitet hat. Damals war es etwas Unglaubliches, eine Frau, die international auftrat und versuchte, wie ein Mann zu leben. Ich denke, dass wir die Leistungen dieser Frauen gar nicht richtig einschätzen können, weil es für sie viel schwieriger war als heute für uns. Sie saßen zum Teil nur sehr vereinzelt in den Seminaren. Das ist die Dissertation von der Gertrud Woker. Das ist Gertrud Wokers Dissertation. Mit dem bemerkenswerten Titel Synthesen des 3,4-Dioxyflavonoids. Das sagt mir nichts. Gewidmet ist sie, von Hand eingefügt, meinem Hasen. Meinem Hasen. Ich finde es ziemlich gut. Persönlich auch nicht. Eben persönlich habe ich sie ja nicht gekannt. Aber das finde ich besonders. Äußerst selten kommt es vor, dass ein Student oder eine Studentin nicht bloß im Allgemeinen, sondern auch in jedem einzelnen Fach die Note summa cum laude erringt. Mit diesem siebenfachen Lorbeer hat Fräulein Woker ihren Doktorhut umwunden. Die wissenschaftlichen Arbeiten des Fräulein Dr. G. Woker beweisen, dass die Verfasserin mit vollem Verständnis und bemerkenswertem Geschick wissenschaftliche Probleme zu meistern versteht.
Dr. Fräulein Gertrud Woker wird die erste Dozentin für Chemie im deutschsprachigen Raum. Das Werk über die Katalyse ist ein Standardwerk, welches niemand entbehren kann, der auf diesem wichtigen Gebiete arbeitet. Mein Eindruck ist, dass sie anfänglich ziemlich ernst genommen wurde, weil sie einfach gut war. Sehr geehrtes Fräulein Kollegin, ich habe mich gewundert und gefreut, mit welchem Mut und welcher Kraft Sie die wissenschaftliche Streitaxt zu schwingen verstehen. Ich hoffe und wünsche, dass Ihren tüchtigen wissenschaftlichen Arbeitsleistungen bald auch die akademische Anerkennung gezollt wird. Sie war auch eine Pionierin, weil sie dem Frauenstudium politisch zur Aufmerksamkeit verhalf, indem sie einen Studentinnenverein mitgründete und mit politisch engagierten Frauen Forderungen aufstellte. 1917 sagte sie zum Beispiel, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das war unglaublich früh. Gertrud Woker war eine Kämpferin und sah sich auch als das. Sie war in der Frauenstimmrechtsbewegung von der Gründung an. Ihre Aktivitäten hat man jedoch teilweise belächelt. Sie bekam zu Beginn erstaunlich einfach ein Labor, das sie mit Assistentinnen betreiben konnte, was eigentlich sensationell war. Aber darauf blieb sie sitzen. Manche Akten zeigen, wie sie jahrelang flehentlich um Geld und Beförderungen bat. In unzähligen Briefen, die man lesen und anschauen kann. Auch hier geht es um Beförderung. Solche Briefe gibt es viele. Sie versucht es immer wieder. Nach reiflicher Beratung im Schoße der Fakultät kommt diese einstimmig zum Beschluss, es sei das Gesuch von Fräulein Woker nicht zu empfehlen. Gegen die Erteilung des Lehrauftrags haben wir nichts einzuwenden. Dagegen müssen wir uns dem Zuspruch des Dozentenhonorars widersetzen. Es hat 30 Jahre gedauert, bis sie eine schlecht bezahlte Professorin wurde. Und sie durfte nicht das, was sie sich wünschte, nämlich an der Spitze der Forschung mitzumachen, wo sie auch sehr gute Kenntnisse hatte, sondern sie sollte über Geschichte der Naturwissenschaften berichten. Geschichte der Naturwissenschaften heißt, die Heldentaten der Naturwissenschaftler früher zusammenfassen und bestätigen. Ja, und das hat sie nicht gemacht. Sie hat also ihre eigene Vorstellung gehabt, was Naturwissenschaften für sie bedeuten. Wenn ich mein Leben an mir vorübergleiten lasse, so finde ich überall den engen Kontakt mit der Natur. Die Natur weckt unser Interesse. Wir fangen an zu beobachten. Die Wissenschaft ist das ewige Licht, das weit hineinleuchtet in die Geheimnisse des Naturgeschehens. Aber die moderne Wissenschaft entwickelt sich immer mehr zum Werkzeug im Dienst von materiellen Interessen. Die Interessenssphäre der einzelnen Wissenschaftler wird immer enger und beschränkter, je mehr die ungeheure Entwicklung zur Spezialisierung drängt. Gertrud Woker sieht die Natur als lebendige Einheit. Und es hat sie wirklich sehr gestört, dieser Betrieb an der Uni, wo das ganze
Einzelwissen serviert wird von Naturwissenschaften in 30 verschiedenen Fächern. Das ist das Gefühl, ich zerlege die Natur in Teile. Und wenn ich das alles durchdenken kann, dann habe ich Gewalt über die Natur, dann kann ich sie beherrschen. Angesichts der Zerstörungsmöglichkeiten der Gegenwart schien es etwas so Wahnsinniges, an einen Krieg zu denken, dass ich wie so viele andere noch am Vorabend des Weltbrandes den Gedanken an Krieg weit von mir warf. Aber der nationale Wehrzwang war stärker als der internationale Verständigungswille. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Darum auf zu den Waffen. Nous ferons tout notre devoir pour réaliser la pensée de notre race. Le droit prime la force. Wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Leider hat der Krieg auch in die Stille meiner wissenschaftlichen Arbeit verheerend eingegriffen. Das ganze Elend, die unbeschreibliche Verzweiflung rüttelte jeden auf, der noch ein Herz hatte. Jemals hat der Krieg eine Waffe von solcher Unheimlichkeit und Wirksamkeit hervorgebracht. Die Techniker und Chemiker können mit wohlberechtigtem Stolz auf die Herausarbeitung der sagenumwobenen Kampfgase blicken. Manche Sachen kannst du nicht wieder aufbauen, wenn es mit der lebendigen Natur zusammenhängt. Die Frauen merkten, dass da was nicht stimmt mit den Neugeborenen nach den Gasangriffen. Das heißt, sie bekamen plötzlich Kinder auf eine Weise verkrüppelt oder missgestaltet, die es vorher nicht gegeben hatte. Und gleichzeitig kriegt Fritz Haber, der Erfinder des Giftgases, den Ehrendoktor verliehen. Und um die Zeit, wo Professor Kohlschütter in Berlin bei den Vorbereitungen für die Giftgasangriffe geholfen hat, da wurde Kohlschütter in Bern einstimmig zum Ordinarius des Faches an organische Chemie gewählt. Es ist zu bedenken, dass alle Untersuchungen mit giftigen Gasen im Interesse unserer Armee von höchster Dringlichkeit sind. Thank you.
Gertrud Woke hat immer auf ihre Verantwortung als Wissenschaftlerin gepocht. Auch gegenüber ihren Kollegen nahm sie diese Position ein und führte Kämpfe innerhalb der Uni, die aber weit darüber hinausgingen. Ihre Aktivität in der Friedensbewegung war natürlich ein heißes Eisen. Wir Frauen protestieren gegen den Wahnsinn des Krieges, der nutzlos Menschenleben opfert und vielhundertjährige Kulturarbeit der Menschheit zerstört. Diese ganzen internationalen Frauen, die da in der Frauenliga waren, haben sie vernetzt. Hier sieht man die ganzen Länder, die da organisiert waren in der Frauenliga. Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kanada, Tschechoslowakien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Haiti, Holland, Ungarn, Irland, Italien, Japan, Neuseeland, Norwegen, Polen, Schweden, Schweiz, Vereinigte Staaten. Ich habe keinen Sinn für Nationalismus, nur ein Bewusstsein für die Zugehörigkeit zur menschlichen Familie. Der Frau ist die Entscheidung über Krieg und Frieden versagt. Wollen wir darum unsere Hände in Unschuld waschen? Nichts ist schlimmer als die Angst, zu früh aufgegeben und einen Versuch unterlassen zu haben, der die Welt hätte retten können. Diese großartige Initiative, die hat fantastisch funktioniert. Und nach dem Ersten Weltkrieg hatten die Frauen dann eine beratende Funktion im Völkerbund. Und da haben die das Thema Giftgaskrieg auf das Tapet gebracht. Im Namen der Würde der reinen Wissenschaft verurteilen wir aufs Schärfste den Missbrauch wissenschaftlicher Forschung für destruktive kriegerische Zwecke. Die Internationale Frauenliga, die haben dann eine Kommission gegen die wissenschaftliche Kriegführung gegründet. Die erste Aufgabe war, guckt euch um, was wird vorbereitet, was kommt auf uns zu, wo müssen wir gegensteuern. Und Gertrud Vogler ist nach Amerika gefahren, als Chemikerin, die aufklären kann. Da beschreibt sie ihren Besuch bei einem Arsenal für chemische Kampfstoffe in den USA. Anlässlich einer Besichtigung des Edgewood-Arsenals wurde ich Zeuge einer Wissenschaft, die sich namenlos tief erniedrigt. Good neighbors, our host at Edgewood Arsenal for field demonstrations of chemical warfare activity. To help them understand the chemical warfare weapon in action. And learn the value of a potent weapon for victory. Ich wagte nicht daran zu denken, doch es gab kein Entrinnen. Wenn die Versuchstiere erledigt sind, so kommt das Versuchstier Mensch an die Reihe. Die Soldaten exponierten sich mit Masken und Schutzkleidungen, von denen man noch gar nicht weiß, ob sie sich dem neuen Giftgas gegenüber bewähren. Als ich mich abwandte, von Grauen erfasst, in Gedanken an die Unglücklichen, die dort grausamer umgebracht würden als das schlimmste Ungeziefer, da fiel mein Blick auf einen neben mir postierten Soldaten. Er streifte die Umstehenden mit einem Blick so vorwurfsvoll, so todtraurig, wie ich es noch nie zuvor bei einem Menschen gesehen habe.
Internationale Frauenliga, sind dann nach Amerika gefahren und wollten diese pazifistischen Gedanken und dass man wissen muss, was da geplant ist, ins Land tragen. Die entsetzlichen Wirkungen der chemischen Kriegsführung müssen der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden. Ich bin überzeugt, dass nur die volle Erkenntnis, was in einem nächsten Krieg zu erwarten ist, die Völker zu ihrer Befreiung von der schrecklichsten Sklaverei bringen kann. Dem Zwang zum Morden auf Befehl. Ein kleines Buch. Onkel Toms Hütte hat einmal Tausenden von Sklaven die Freiheit gegeben. Warum sollte es nicht auch möglich sein, die Sklaven des Militarismus zu befreien? Durch weiter nichts als die Darstellung von Tatsachen. Verschiedener Nationen sind mit der gleichen Hoffnung hierher gekommen, dass unsere Stimme bis ans Ende der Erde dringen möge. Die Frauen haben den Pack Special gemietet. Das war so eine Mischung aus Pullman und Eisenbahn und sind durch das Land gefahren. Vor allem Kirchen haben ihre Räume zur Verfügung gestellt, damit die Vorträge halten können, die Frauen. Die Nationalisten und Kriegskapitalisten werden uns mit fliegenden Fahnen dem Untergang zuführen, wenn wir nicht rechtzeitig unseren Verstand wieder erlangen. Es herrscht gute Stimmung im Park Special, wo der Platz sehr eng ist und man die Toleranz also wirklich praktiziert. Gute Laune und Woka und Ilona halten uns mit ihren Späßen am Lachen. Wir nehmen den Geist der in Tat und Wahrheit internationalen Frauenliga in vollen Zügen in uns auf. Die Pazifistinnen aus aller Welt bilden eine Familie, die ganz auf das gemeinsame Ideal eingestellt ist. Auch in Toronto wurden wir von der kanadischen Sektion der Frauenliga mit Jubel in Empfang genommen. In einem 5000 Menschen fassenden Saal erlebten wir hier das imposanteste Massenmeeting unserer Reise. Der Abend schloss in jubelnder Begeisterung, obwohl chauvinistische Kreise alles taten, um die Vorträge zu verhindern. Eine Frauengruppe bereist zurzeit das Land, um ihre Nervenanspannung abzubauen. Ihre offensichtlich überreizte seelische Verfassung lässt sie als Geisteskranke klassifizieren. Dann haben Männer, also höhere Militärs oder Pfarrer, Gegenreden gehalten und gefordert, der Zug sollte am besten entgleisen und die gehören ins Irrenhaus. Lasst jeden weißen und aufrechten Mann sich weigern, etwas mit dieser verrückten Bewegung gemeinsam zu haben. Es hat sich ein massiver öffentlicher Widerstand gegen den Park Special gebildet. Wir haben nicht genügend Mittel, um ihre Sicherheit zu garantieren. Auch die Frauen werden den Krieg nicht aus der Welt schaffen. Wohl aber sind sie imstande, uns wehrlos zu machen. Alle Organisationen haben ihre Unterstützung des Pax Special zurückgezogen. Einer der Männer hat mich gewarnt, dass der Ku Klux Klan in die Sache einsteigt. Es ist nicht abzusehen, wie weit diese Männer gehen.
Also 1924 war sie mit der Internationalen Frauenliga in Amerika. Wir haben es den Gegnern nicht erlaubt, uns einzuschüchtern. Auch so eine Kampfansage. Das war 24. Ein Jahr später ging sie erneut. Sie hat auch in einem Institut gearbeitet. Da wurde sie so angegriffen. Das ist dort, wo sie so attackiert wurde. Sie ist mit wissenschaftlichen Hoffnungen dahin gefahren. Sie wollte molekularbiologische Fragen stellen. Aber sie wurde irgendwie zur Seite geschoben, weil man merkte, da ist eine Pazifistin. Und das reichte schon, um diskriminiert zu sein. Und dann haben sie sie halt in diesem Institut auch als Frau dumm angemacht. Meine liebe Miss Adams, mein Aufenthalt im Institut von Dr. Allen wurde leider verunmöglicht. Mit Intrigen, Verleumdungen und falschen Denunziationen betreiben Mitglieder in unserem Staff meine Entfernung vom Institut. Wenn Sie an unsere Erfahrungen während der Rundreise im Park Special denken, werden Sie verstehen, was es bedeutet, nun ganz allein diese gleiche Gesellschaft gegen sich zu haben. Der Mob, der mit dem Geld der Kriegsindustriellen gekauft ist, wurde gegen mich mobilisiert. Ein General behauptete, dass hinter meinem geliebten Schmierbäuchlein etwas Lebendiges stecke und dass das zu erwartende Baby von ihm stamme. Natürlich kam kein Baby auf die Welt. Und die Bande verbreitete, ich hätte den fraglichen Wurm verbrannt. Außer dieser Mordgeschichte wurde ich als deutsche Spionin denunziert. Diese Lügen, die man über mich verbreitet, sollen die Bande aufreizen, mich auf die eine oder andere Art für immer um die Ecke zu bringen. Doch all die Verfolgungen haben mir wenigstens das eine gezeigt, dass mein Giftgasbuch eingeschlagen hat. Sonst würde die Bande nicht so wütend auf mich sein. Nochmals meinen besten Dank an Sie und all die lieben Freundinnen für Ihre Hilfe im dunkelsten Zeitabschnitt meines Lebens. Ganz außer Frage, dass Dr. Woker für eine Reihe von Jahren ihre wissenschaftliche Arbeit nicht wieder aufnehmen kann. Empfehlenswert wäre die Diagnose und ein Behandlungsplan von Seiten eines maßgebenden Neurologen, aber auch das wird kaum helfen. Mit Sicherheit muss man sich von allem fernhalten, das mit Politik oder Wissenschaft zusammenhängt. Liebe Jane Adams, Gertrud Woker ist gestern wie geplant abgefahren. Ich habe sie dazu gebracht, mir ihr Fläschchen mit Cyankali zu übergeben, das sie bei sich trug, um ihre Ehre zu retten, falls nötig. Natürlich klingt Gertrud Wokers Bericht verrückt. Doch es gibt keinen einzigen Vorfall in dieser ganzen Geschichte, von dem ich nicht eine Replik in meinen Erfahrungen erzählen könnte. Ich habe über eine Reihe von Dingen, die mir zugestoßen sind, niemals geredet, weil mir klar war, dass selbst meine besten Freunde an meinem Verstand gezweifelt hätten. Deshalb brauche ich weitaus mehr Beweise, um zu glauben, dass Dr. Woker wahnsinnig geworden ist. Die große Zeit ist jetzt angebrochen.
Der Liberalismus, der 100 Jahre lang die Gehirne in seine Bande schlug, ist überwunden. Gewicht der Orden, Gewicht euch Bügen, Gewicht euch diesen Zwang beugen! Ich übergebe dem Feuer die 15 Wegewände aus dem Geist. Für Erziehung des Volkes im Geiste der Wehrhaftigkeit. Die Revolution ist von uns, das können wir heute offen gestehen, von langer Hand und planmäßig vorbereitet worden. Das Blättchen hatte sich festlich geschmückt und freute sich wie ein Kind. Es strahlte in Gold und lachte entzückt und tänzelte mit dem Wind. Doch wilder und wilder wurde der Tanz, zum Sturm ward des Windes Beben. Da hat das Blättchen auf Leben und Tod dem tollen Sturm sich ergeben. Es riss vom treuen Zweige sich los, flog leuchtend zum Himmelszelt. Und fühlte sich frei und selig und groß, hoch über der kleinen Welt. Bald holte der Sturm das Blättchen, das trauernd zur Erde glitt. Nun ist es ein arm verwelktes Blatt, das jeder mit Füßen tritt. Es ist unvorstellbar, dass sie unbeirrt weitergemacht hat. Sie war eine, die nicht aufgeben wollte. Dieses Träumen in die Natur hinaus, das hat sie so schön beschrieben, das muss sie sehr oft gemacht haben. Die Gedichte von Berghold Wogert, die tänzeln so im Halbunbewussten manchmal. Und die mag ich besonders. Lass uns weltvergessen träumen und mit der Welle schäumen und tanzen und so. Und das kann man sich alles vorstellen, wenn man mag. Diese Entspanntheit, sich auf eine Verbindung zwischen Mensch und Natur einzulassen und sich irgendwie lösen von Dingen, die sie sonst quälen. Schöne Welt, warum dies Beben? Dies geheimnisvolle Weben? Diese Farben, dieser Duft? In den Zweigen hör ich singen, durch die Lüfte fühl ich's klingen, bin zur Königin erwählt. Augenblicklich findet in Frankfurt eine außerordentlich bedeutsame Konferenz statt, die von der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit einberufen wurde.
war es die nicht zu verleugnende Gegenwartsnähe der aufgeworfenen Fragen? War es ehrliche Überzeugung zur Sache, was die Massen angezogen hatte? Jedenfalls waren sie gekommen. Man sah der kleinen, leicht ergrauten, lebhaften Frauengestalt, die erfahrene Wissenschaftlerin, vielleicht auch die gewiegte Parlamentarierin an. In der Zeit, wo man gesagt hat, sie hat Verfolgungswahn, hatte sie diese Erfolge. Und die Frauen kamen und Gertrud Woker nur anfassen wollten. Bist du die? Und du hast uns so geholfen. Und da ist mal eine, die uns vertreten kann. Durch die Radioaktivität erhalten Massenvernichtungswaffen eine neue Dimension. Wenn wir warten, bis sie bei unseren Kindern Missbildungen hervorgebracht haben, wird es zum Protestieren zu spät sein. Das war ihr wichtig, dass die Leute wissen, was mit ihnen passiert. Und wir mal glücklich in der Zentrale sagte, ich bekomme so viele Anfragen für Vorträge von Gertrud Woker, weil man wusste, dass eine Frau, die kann so aufklären, dass man das versteht. Aber gleichzeitig gab es so Hetzartikel hier und pazifistische Gaskampfstudien. Also das waren keine Studien, das waren Fantasierereien von einer Frau mit Verfolgungswahn. Ich stelle mir ihr Leben als Kampf vor. Und in jener Zeit einen Friedenskampf zu führen, war sehr schwierig. Sie schreibt in der 6. Auflage des Buchs gegen den Giftgaskampf im Vorwort, es sei verrückter denn je. Ich finde es hart, ein Leben lang in einem Kampf zu sein, der immer schlimmer wird. Scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning. Join the United States and Russia as ranking atomic powers. Wer heute unter dem Deckmantel höherer Ideale unserem Lande den Gebrauch der Atomwaffen verwehren will, treibt das Spiel des Kommunismus und seiner Welteroberungsstrategie. Nun wird uns gesagt, es seien der Wissenschaft durch ihre Militarisierung sogenannte höhere Ziele vaterländischer Art gesteckt worden. Das bedeutet, man habe die Wissenschaft für tauglich befunden, im Kriegsfall all jene Menschen umzubringen, von denen ein Grenzstrich auf dem Papier behauptet, dass sie Feinde seien. Guten Tag. Ich habe Akteneinsicht verlangt für Gertrud Woker. Mein Name ist Martin Woker. Sie können sich hier eintragen. Am Weltkongress für allgemeine Abrüstung. Telefongespräch geht davor, dass die ins Friedensparlament gewählt. Nach Moskau geflogen. Auf einer Reise im Osten. Wohnungswechsel überprüfen. Es ist vorgesehen, dass die Woker über Gas- und Atomwaffen sprechen wird. Besucht hier und da ihre Schwester in Wabern. Prangerte den Westen an. Sie entrüstete sich über die Versuche mit Atomwaffen. Die Woker hat ihren Wohnsitz immer noch in Merlingen, Oberstampach. Ich habe großen Respekt vor der Art und Weise, wie sie sich politisch engagierte, denn ich habe es nicht gemacht.
Rückblickend ist es ein Fehler, denn wir nähern uns Zeiten, in denen die grundsätzlichen Freiheiten wieder in Frage gestellt werden. Die Anzeichen sieht man überall. Offizielles Denken und Autoritätenglauben bringen es mit sich, dass der sogenannte Wissenschaftler nicht nur das Fühlen, sondern auch das Denken verlernt. Sein Gehirn arbeitet nicht mehr selbstständig. In der zum Mechanismus rückgebildeten Wissenschaft haben Wissenschaftler nur mehr als Maschinenteile ihren Platz. Es hieß in einem Lesestück, dass die Menschen einmal vor langer Zeit für die Freiheit gelebt und gelitten haben. Die Menschenkinder lernten das alles brav auswendig. Und weil sie eine gute Note dafür bekommen hatten, durften sie es nachher wieder vergessen. Ich finde es bemerkenswert, in welchem Alter sie noch Reisen gemacht hat. Als sie nach Moskau fuhr, war sie 82 oder mehr. Könnten Sie Ihre Tante noch einmal schildern? Sie war weltfremd. Sehr liebenswürdig, aber total weltfremd. Wenn wir fragten, warum die Tante nie geheiratet habe, sagte Papa, sie habe Männer schockierend gefunden. Sie hat schlechte Erfahrungen gemacht. Sie habe vom Institut aus die Eltern morgens um 4 angerufen. Der Professor habe sie eingeschlossen. Sie hat sich wirklich eingebildet, die würden so etwas extra machen. Ja, sie hatte Verfolgungswahn, unbedingt. Völlig unklar ist ihre Krankenakte. Man bekam keine Einsicht, ob zum Schutz von Gertrud Woker und ihrem Nachruhm oder wegen der psychiatrischen Anstalt, das weiß man nicht. Was man sagen muss, sie kam ja nicht jung nach Préfagé, sondern mit 90. Ich finde, das Wichtigste ist, dass sie und auch ihre Freundinnen immer wieder sagten, sie wollten mich kaputt machen. Sie versuchten, mich zum Schweigen zu bringen, aber es ist ihnen nicht gelungen. Zum ersten Mal, vielleicht seit Jahrtausenden, dass Frauen miteinander, nicht vereinzelte Fürstinnen und Regentinnen,
sondern einfach Frauen als Frauen miteinander berieten, was zu tun sei, um die Geschicke der Welt zum Guten zu lenken. Und sie wandten sich an die Völker mit Vorschlägen und Forderungen. Alledem, unerhört kühnen und neuen, gabst du, verehrte, liebe Freundin, vielleicht den allerlichtesten Glanz. Möge deine lichte Stimme mehr und mehr gehört werden. Von Herzen wünschen es dir deine alten Freundinnen. Schön, schön, wirklich schön. Wirklich schön. Ich habe die ernste Mahnung, dass ich mir meine Karriere verderben werde, gerne und freudig in den Wind geschlagen. In der Meinung, dass der Kampf um eine gute Sache mehr wert ist als ungezählte Karrieren. Mögen die Frauen so denken und handeln, wie es ihnen ihr Gewissen vorschreibt. Dadurch werden sie zum Begriff der Menschenwürde, zur Achtung vor sich selbst gelangen.